Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das schwarze Auge Satinavs Ketten, wo Nuri gerade komplett durchgedreht ist und wir jetzt irgendwie versuchen müssen, hier wieder klarzukommen. Wir haben hier einen Arm der Ritterstadt. Warum nicht? Nehmen wir Der mit. Arm der Feenritterstatue. Wir können es anscheinend ohne Probleme anfassen, der Schutt. Der Brocken ist viel zu schwer. Ach so, aber da ist irgendwas drunter, ein Maßstab. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue eingeklemmt. Na, vielleicht kann ich hier mit dem Arm das so ein bisschen hebeln, vielleicht? Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Nein. Okay, dann nicht. Oder vielleicht rausschneiden. Ich habe ja noch ein Messer. Das kann ich nicht schneiden. Okay, hätte ja Bis sein ich ihn können. damit herausgekratzt habe, ist die Höhle eingestürzt. Okay, dann machen wir das nicht. Vielleicht liegt ja hier noch mehr Hilfreiches. Mit Nuri haben wir schon geredet. Die lacht nur noch irre. Ach, guck mal, ein Wie soll ich Rucksack. da rankommen? Na, mit dem Arm. Pass mal auf. Zu kurz. Verdammt. Wir haben auch nichts, um den länger zu machen. Ja, Nuri lacht nur noch irre und der Feenforscher hustet ein bisschen Blut. Maßstab, Hälfte. Ah, okay. Euer Stab ist zerbrochen. Okay, es interessiert ihn nicht so doll. Können wir mit dem Der Stab Stab hier. passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Ach so, okay. Das heißt, ich brauche noch die zweite Hälfte vom Stab. Kann Nuri. Denkt ihr auch, Nuri repariert uns noch was? Ich bin unsicher. Ich probier's mal. Ach, Moment, vielleicht kann ich den Schutt einfach zerbröseln. Diesmal war ich aber nicht schuld. Diesmal war ich aber nicht. Ja, mich interessiert gar nicht, ob du schuld bist. Mich interessiert, ob du den zerbröseln kannst. Ich probiere mal den Ich brauche die Maßstab. andere Hälfte. Naja, hier. Die andere Hälfte ist. Okay, er kommt da nicht ran. Gut, haben wir denn noch irgendwas? Ach, wir können hier hoch. Na Wir gut, müssen dann. Nuri retten. Tschüss, ne? Okay, macht er nicht. Hier ist ein Sammelkorb. Warum ist immer alles unerreichbar? Du, eine gute Frage. Feenkristalle, denken wir mal drüber nach. Der Forscher hat recht. Wir sollten uns lieber von diesen Steinen fernhalten. Ich bin nicht sicher. Huch. Geron, Saliavi Ui. Nuri? Hey, das klang kurz wieder wie Nuri, ne? Und sie hatte auch ihre Haltung wieder geändert. Jetzt hat sie ja, finde ich, so ein bisschen die Haltung von den traurigen Feen. Wie Abgrund? viele Schritte mögen das sein? Nein, ich springe auf keinen Fall. Okay, Tja, was machen wir denn dann? Vielleicht noch doch noch mal mit ihm hier reden? Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Er hat was im Hals. Vielleicht. Können wir. Ach, Wasser. Hier, trink doch erstmal was. Hier, nehmt einen Schluck. Oh, schwarzes Geschick, das Feenkunstwerk, Jahrtausende, hinfort in einem Augenblick. Du bist aber jetzt ganz schön gesprächig, ne? Dafür, dass du bis eben nur husten konntest. Aber na gut. Höhle verlassen, Nuri retten. Ich hatte ja, also wir hatten im Discord, hatten wir ein bisschen spekuliert, was wohl passiert ist. Und eine Theorie war auf jeden Fall, dass der Feenforscher auch involviert sein könnte. Insofern bin ich gerade nicht sicher, ob wir ihm vertrauen sollten. Aber wir reden trotzdem mit ihm über alles. Wir müssen hier raus. Noch ein Beben und wir sind tot. Ohne meine Studien gehe ich nirgendwo hin. Wollt ihr dafür wirklich euer Leben riskieren? Um den Berg zu durchqueren, brauchen wir meine Notizen. Deine Fee muss einen anderen Weg hinausfinden. Aber die Orks sind auf ihrer Seite und uns bestimmt auf den Fersen. Nuri darf ihnen nicht in die Hände fallen. Ich kann dir eine sichere Passage aufzeichnen, aber dazu brauche ich das Notizbuch aus meinem Rucksack. Na gut. Die Notizen also. Besorgen wir. Ey, Moment, wir haben noch nicht fertig Meine geredet. Notizen! Ich brauche sie, Ja, um aber. deiner Fee den Weg aufzuzeichnen. Ich hatte noch einen Punkt mit dir zu besprechen. Okay. Und kannst du mir vielleicht helfen, hier den Schutt zu Der bewegen? Brocken ist viel zu schwer. Na, vielleicht zu zweit? Meine Notizen! Ich Ach brauche sie, um da. ja. Okay, gut. Wie kriegen wir den Schutt hier weg? Mehr kratzen geht nicht. Wir haben hier diese Zeichnung.
Eine Decke? Ich weiß halt nicht, wie das helfen soll, ne? Vielleicht mit Wasser? Vielleicht ist es wasserlöslich? Das muss ich nicht nass machen. Die Decke nass machen? Wasser hilft hier nicht. Okay, gut. Tja, ich meine, so viel gibt's hier ja nicht. Wir brauchen der Schutt. Ich finde das wirklich eine gute Idee, den Schutt zu zerbröseln, ne? Diesmal war ich aber nicht... Warum er das nicht machen will. Ach, stimmt. Ich habe ja auch... wir können ja alles nochmal angucken. Diesmal war ich aber nicht schuld. Okay, da sagt er dasselbe. Die Statue ist auf den Stab gefallen und hat ihn gespalten. Forscher? Also gut, Sphärenkundler und Temporalanalyst. Ich bringe uns besser hier raus. Und dann wirst du mir erzählen, was ich wissen muss. Okay. Der Notizen. Also gut, dann hole ich seine Notizen. Ja, aber ich weiß nicht genau wie. Sind die Sammlerstücke darin wertvoll? Tut mir leid. Ich bringe nämlich Unglück, müsst ihr wissen. Jetzt sei mal nicht so negativ. Vielleicht wird sie deswegen eine traurige Fee. Einfach zu viel Zeit mit Geron verbracht. Sie ist verrückt geworden. Sie ist noch verrückter geworden. Und die Feenkristalle? Was haben diese Steine mit Nuri angestellt? Ja, das frage ich mich auch. Geholfen hat das alles aber nicht. Und sie sagt auch weiterhin nichts, oder? Nuri? Verdammt! Nee. Wie kriegen wir den Schutt hier weg? Wir müssen irgendwie an den Maßstab kommen. Okay, naja, gut. Ich meine, so viele Items haben wir nicht, ne? Es kann ja jetzt nur... Das ist kein Seil, kein Leder und kein Butterbrot. Na, aber probieren könnte man's mal. Mit dem Feuerstein? Keine Zeit für... Ja, nee, das macht auch eigentlich keinen Sinn. Wie komme ich darauf? Naja, weiß ich nicht, aber du willst ja sonst nichts machen. Hoffentlich. Wir müssen irgendwie den Schutt hochheben. Wir bräuchten... Oder einfach mit dem Maßstab hier den so als Hebel? Ach, den Maßstab als Hebel. Aber dann geht er doch noch mehr kaputt. Warum ging das denn nicht mit dem Arm? Ach. Na gut, okay. Schön, dann machen wir es so rum. So, du Nuri, du willst nicht zufällig mir hier mal aushelfen kurz? Nuri, könntest du vielleicht... Ja, gut, danke. Aber warum macht sie das noch? Atialni mune dunaval, is mandrairelli, islera mandrairelli. Ich frage mich, was sie da sagt. Falls wir später noch die Sprache rausfinden, möchte ich zurückgehen und gucken, ob wir das rausfinden. Der Stab passt genau in das Loch, das... Ja, das hatten wir schon. Und dann jetzt den Rucksack angeln. Und mal durchsuchen. Unumulila, Geron. Können wir mal reingucken? Ich lasse ihn zu. Mit diesen Sachen will ich nichts zu tun haben. Ach komm schon, Geron. Bist du nicht ein bisschen neugierig? Na schön. Dann geben wir ihn einfach zurück. Schau, das ist für deine Fee. Der Weg hinaus aus dem Berg. Sie soll zu der Mühle laufen, die hier eingezeichnet ist. Dort werden wir uns wieder treffen. Basteln wir jetzt einen Papierflieger und werfen ihr das rüber? Nuri, bist du bereit? Oh, wir basteln wirklich ein Papier... Ah nein, wir knüllen es einfach. Ja, na gut, das er war fliegt einfach... davon! Feische Interferenzen! Ich fürchte, hier wird bald wirklich alles einstürzen. Ich werde Nuri nicht allein hier lassen. Natürlich nicht. Ich mache die Wegbeschreibung erneut. Aber du musst sie ihr auf anderem Wege zukommen lassen. Halte durch, Nuri. Können wir das nicht hier in den Korb werfen? Moment, gib mir nochmal die neue Beschreibung. Wir probieren hier mal was. Hier hast du noch eine. Dankeschön. So, wenn wir vielleicht... Können wir das nicht einfach hier in den Korb werfen? Geht das? Ja, okay, praktisch. Folge der Beschreibung sein. Bis zur Mühle. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Der Weg sollte sicher sein. Okay, Nuri, wir sehen uns dann. Komm, Junge, es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Schätze ich. Der Seher will also Nuri Darinella Wanda in seine Gewalt bringen, bei Satinaf. Geschichte will sich stets wiederholen. Was meint ihr damit? Schon einmal missbrauchte der Seher Feen, um die Harfe zu spielen, bis sie ihre Magie verloren und der Finsternis anheimfielen. Nuri nannte sie traurige Feen. Der Seher hat sie uns auf die Fersen geschickt. Möglich. Möglich.
Giacomos Rolle in der Vergangenheit, Nuris Schicksal oder Satinav? Ja, wir gehen einfach mal von oben durch, oder? Wir wollen ja alles wissen. Ihr habt damals mit den Helden des Königs gekämpft? Sinde bewahre! Ich wäre ein Ritter von trauriger Gestalt. Als der junge König meine Hilfe erbat, war der Seher längst in Gewahrsam. Aber ich habe das Feentor im Steineichenwald verschlossen. Das habt ihr getan? Auf immer und ewig. Die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber es hätten erneut Feen nach Andergast dringen können, um die Harfe zu spielen. Warum habt ihr Nori damals beim Feentor nicht getroffen? Es wurde damals gemunkelt, die Helden hätten eine Fee aus den Fängen des Seers befreit. Aber man hat es natürlich nicht für nötig gehalten, sie mir vorzustellen, bevor sie freigelassen wurde. Ah, okay. Nori wurde also damals auch schon vom Seher gefangen und... Aber Moment mal, meinte sie nicht, sie war noch nie außerhalb des Waldes? Also zumindest hatte sie das nicht erwähnt, dass sie so eine tragische Geschichte hat, ne? Dass sie gefangen und gerettet und freigelassen wurde und so. Warum ausgerechnet Nori? Es gibt doch sicher noch andere Feen. Eine gute Frage. Was weißt du über Nori und ihre Heimatwelt? Naja, nicht viel. Sie will da nicht hin zurück und ihre Magie tut weh. Über ihre Herkunft hat sich Nori stets ausgeschwiegen. Vielleicht aus Angst. Vor ihrer Heimat. Oder ihrer Vergangenheit. Die Magie der Feen kann ganze Welten auf den Kopf stellen. Ihr meint, Noris Welt hat sich verändert, seit sie hier ist? Oder sie kam deswegen erst zu uns. Und ihre Magie? Kann man da was machen? Nori darf nicht zaubern. Sonst stirbt sie oder verliert ihre Seele. Verstehe. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ich befürchte, dazu müssten wir mehr über die Welt wissen, aus der sie stammt. Ah, es gibt also verschiedene Feenwelten. Wisst ihr, woher Nori stammt? Ich konnte nie die Welt hinter dem Tor im Steineichenwald erforschen, bevor ich es versiegelte. Aber ich habe eine Vermutung. Noris Heimat könnte die Feenwelt Neirut-Neva sein. Neirut-Neva? Ein buntes Land, ein Ort der Freude. Das hört sich eigentlich gut an. Warum sie wohl dorthin nicht mehr zurückkehren will? Okay, die Zauberharfe. Wisst ihr mehr über die Zauberharfe? Sie kann nur von Feenhand gespielt werden. Ein Mensch, auch der Seher, würde daran zugrunde gehen. Denn sie wurde von Feenhand erbaut. Zu welchem Zweck? Sie muss große Macht besitzen. Macht, die einem Seher nutzt. Leider ist ihr Standort unbekannt. Wir könnten sie sonst genauer untersuchen. Die Magier der Akademie haben sich stets dazu ausgeschwiegen. Ich kann es ihnen nicht einmal verübeln. Aber wieso steht sie in unserer Welt und nicht bei den Feen? Das gilt es herauszufinden. In der Akademie von Andergast muss es alte Aufzeichnungen geben. Ich hab da jetzt aber ein ganz schlechtes Gefühl, ne? Nicht, dass wir jetzt auch noch die Harfe suchen, das wäre echt blöde. Weil, also, ne, vielleicht brauchen wir das wieder zu irgendeinem Zweck, aber erst haben wir den Seher zum Feenforscher geführt, ne? Die Fee haben wir auch die ganze Zeit dabei und dann kann er die ja mit der Harfe im Sparpaket bei uns abholen, wenn wir das alles haben. Ich würde mich ja eigentlich eher von der Harfe fernhalten, wenn's geht. Habt ihr den Seher gekannt? Nein, aber die Leute haben sich damals viel erzählt über ihn. Gerüchte, du verstehst. Was für Gerüchte? Dass er blind geboren sei, doch von Satinav berührt oder verflucht. Er sah die Zukunft anderer, doch stets nur Tod, Verderben und Unglück. Nie Gutes und Schönes. Andere sagten, er sei ein Hexer, getrieben davon, seine eigenen Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Der Seher hat auch mir Unheil prophezeit. Will er es wahrmachen? Ich bin mir sicher, er verfolgt andere Ziele. Eigene Ziele. Ich weiß nicht, wie lange ich Nori noch vor ihm schützen kann. Die Bürde, die du trägst, gehört nicht nur auf deine Schultern, Geron. Was meint ihr? Nach allem, was er deiner Nori antun will, werde ich alles in meiner Macht tun, dir zu helfen. Okay, ich hoffe, wir können ihm vertrauen, aber so 100% sicher bin ich mir immer noch nicht, ne? Aber mal gucken. Satinav. Satinav. Der Rabe hat diesen Namen auch erwähnt. Könnt ihr mir mehr von Satinav erzählen? Du meinst den Steuermann des Zeitenschiffs? Den Unaufhaltsamen? Satinav war ein mächtiger Halbgott, der an den Urgrund der Welt hinabstieg, um das Schiff der Zeit zu erobern. Doch die Götter straften ihn für seinen Frevel. Für alle Ewigkeit wacht er nun selbst, gekettet an das Steuerrad des Schiffs, über den Fluss der Zeit. Er allein sieht Vergangenheit und Zukunft, doch nicht einmal er kann sie ändern. Nagt deshalb Satinavs Zahn überall? Ja. Obgleich er nicht in jeder Welt gleich schnell nagt. Hm,
Okay, aber wie steuert er denn den Lauf der Zeit, wenn er den nicht kontrollieren kann? Ich muss sagen, das verstehe ich nicht so ganz. Ich verstehe auch die Strafe nicht so ganz. Weil wenn niemand das Schiff der Zeit kontrollieren kann, dann ist er einfach nur daran gekettet. Ich bin unsicher. Und wenn der Seher nur Unglück sehen kann, dann kann er ja auch nicht sehen, wenn wir ein Held werden, ne? Also das ist ja schon mal eine gute Nachricht, wenn er nur das Schlechte... Weil vielleicht bringen wir Andergast ja so ein bisschen Unglück, aber auch sehr viel Heldentum, könnte ja sein. Und weil er nur das Unglück in uns gesehen hat, könnte ich mir zumindest vorstellen. Mal gucken. So, Zukunft verändern, ja, das würden wir gerne. Lässt sich die Zukunft wirklich nicht ändern? Zukunft, Vergangenheit, was bedeuten sie schon? Morgen ist schon bald gestern, nicht wahr? Der Seher hat die Zukunft gesehen. Auch meine. Glaub nicht jedem Blinden, was er sieht. Und hier? Mir schwirrt der Kopf. Fällt Nori dem Seher in die Hände, ist sie verloren. Er wird sie zwingen, dunkle Feenmacht über Andergast zu entfesseln. Nur mit welchem Ziel? Er ist Seher. Es muss etwas mit der Zukunft zu tun haben. Nach allem, was er damals schon getan hat, müssen wir das Schlimmste befürchten. Dein Ziehvater sah nur einen Weg, um das alles zu verhindern. Ich kann Nori nicht töten. Nicht einmal, wenn das die Welt vor dem Untergang rettet. Geron, niemals lasse ich zu, dass Nori Darinella Wanda auch nur ein Haar gekrümmt wird. Ich bin bereit, jeden Weg zu gehen. Dann bringen wir sie zurück in ihre Welt. Nein, wir haben ihr versprochen, dass wir das nicht machen. Außerdem ist sie doch versiegelt. Wir können das doch auch gar nicht machen, oder? Ich weiß nicht. Gibt's nicht noch einen Weg? Mal abgesehen davon... Wenn er sehr, sehr ist... Na gut, der Seher ist schon ziemlich böse, ne? Ich hatte jetzt so ein bisschen überlegt, ob es auch sein könnte, dass der Seher, dass es vielleicht nur schrecklich wirkt. Aber dadurch, dass er vielleicht irgendwas verhindern will, was noch schrecklicher ist oder so, das gibt's ja auch manchmal. Andererseits, die dunklen Feen und so, die Theorie überzeugt mich selbst nicht. So, ja, Nori will nicht zurück. Nori will nicht zurück in ihre Welt. Es gibt nur diesen einen Weg. Wovor auch immer sie sich fürchtet, du musst sie zurückbringen. Sonst ist sie des Todes. Aber ich will nicht, kann sie nicht... Ah, in eine andere Feenwelt. Das wäre natürlich eine Idee, ne? Das wäre ein Kompromiss, würde ich sagen. Habt ihr nicht selbst das Tor zu Noris Welt auf immer verschlossen? Und es kann nie mehr geöffnet werden. Aber nach Neirut-Neva führt womöglich noch ein zweites Tor. Es soll sich in den Klagesümpfen befinden, tief im Niemandsland der Brinasca-Marschen. Ah, okay. Und das geht dann auch wirklich nur in ihre Welt, nehme ich an. Ich frage trotzdem mal weiter. Wo genau finde ich das Feentor? In Enkvi weilt ein Kollege von mir. Menander Goswin. In seinem Besitz befindet sich der Kristall von Neirut-Neva. Ein magisches Prisma, das den Weg zum Feentor weist und das Tor auch öffnet. Hoffe ich. Ich gehe derweil nach Andergast, um in der Akademie nach dem Standort der Zauberharfe zu recherchieren. Und wer weiß, vielleicht finden wir sogar eine Möglichkeit, die Harfe unschädlich zu machen. So wird es gemacht. Hier, aber warte nimm mal. Diese Notizen für deine Reise. Nein. Darin Erstens. Findest du Goswins Adresse und all mein Wissen über das Feentor und das Reich dahinter. Ich bin bereit. Enkvi, Menander Goswin, Feenprisma, Klagesümpfe. Und schon ist Nori zu Hause. Warte. Es heißt, eine sehr mächtige, sehr gefährliche Kreatur bewache das Feentor. Was denn für eine Kreatur? Ihr Blick soll alles Lebende versteinern. Wie ein Basilisk. Ich ahnte es. Die Sache hat einen Haken. Okay, Moment. Aber wenn wir die Harfe unschädlich machen würden, müsste Nori doch gar nicht zurück in ihre Welt. Könnten wir uns nicht erstmal darauf konzentrieren? Weil wir haben es Nori versprochen. Und die Sumpfkreatur ist vielleicht eine Medusa, oder? Also ich weiß jetzt nicht genau, was es in DSA alles gibt. Aber Medusa verwandelt auf jeden Fall Leute in Stein. Andere Feenwelten. Ja, ne, das hat sich jetzt ein bisschen erledigt, aber ich gucke trotzdem mal. Gibt es nicht noch andere Feentore, die nicht so weit weg sind? Diese Tore führen in andere Welten, in denen Nori sterben würde. Das können wir nicht riskieren. Das klingt aber ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wie, Feen können nur in der Menschenwelt, der Feenwelt und in allen anderen Welten sterben sie? Ach so, nee, wobei, in der Menschenwelt würde sie ja auch sterben, wenn sie nicht das Wasser hätten. Na gut, okay, never mind. Feen sind einfach in keiner Welt gut aufgehoben. Aber ich will Nori trotzdem nicht zurückschicken. So, Feenforscher nach irgendwie... Ja, kannst du nicht gehen und ich und Nori, wir suchen die... wenn Nuri und ich die Harfe suchen, dann haben wir halt wieder das Fee-mit-Harfe-Sparpaket, ne? Das will ich auch nicht.
Erstmal die Sumpfkreatur. Wie kann man den Wächter des Tores passieren? Niemand ist je zurückgekehrt, um diese Frage zu beantworten. Kopf hoch. Spiegel. Dein Namensvetter, der heilige Geron, zog einst auch gegen den Basiliskenkönig. Er war der größte Held aller Zeiten und besaß das göttliche Schwert Siebenstreich. In jedem Menschen steckt ein Held. Naja, Heißt es, wir müssen erst das Schwert finden oder reicht der Spiegel? Mal gucken. Den Feenforscher wegschicken. Ich schätze, sonst haben wir ja nichts mehr zu tun. Wollt ihr nicht mit Nori nach Enkvi gehen? Und ich forsche in Andergast nach der Harfe? Die Magier waren damals sicher nicht meine Freunde. Aber glaubst du, sie lassen jemanden wie dich in die Akademie? Schon gut. Vergesst es. Ey, ich kann zaubern, ein bisschen. Nun trennen sich unsere Wege, Geron. Schütze Nuris Leben um jeden Preis. Bringe sie zurück in ihre Heimat, wo sie glücklich werden kann. Hab Dank für alles. Wünscht mir viel Glück. Du wirst deinen Weg finden. Wir sehen uns in Andergast. Aber kann sie da glücklich werden? Ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum sie da nicht hin will. Und wo ist Nuri überhaupt? Und ist sie auch noch vom Bösen besessen? Das wäre auch noch eine wichtige Frage. Okay, wir können reingehen. Ich habe ein bisschen Angst vor einem Hinterhalt. Aber es gibt nichts außer reingehen und dem Boronsrad, was immer das ist. Ein Boronsrad? Hoffentlich kein böses Omen. Ja, aber was ist das? Hier ruht... Der Name ist längst verwittert. Wer auch immer du warst. Boron sei dir gnädig. Okay, es scheint so eine Art Grabstein zu sein. Na gut, dann gehen wir mal rein. Nuri, bist du da? Hallo? Nuri, bist du hier? Ich wusste es. Ich hab direkt den Hinterhalt gewittert, verdammt. Wo sind wir? Du bist es. Er sagt uns nicht, wo sie ist. Ich weiß es nicht. Ich sag es nicht. Lassen wir ihn warten. In der Dunkelheit, bis der Vogel kommt. Der Rabe soll sich seiner annehmen. Der Rabe? Er wird ihn sprechend machen. Ich hole ihn. Du wachst um die Mühle. Der Rabe gehört dem Seher? Sobald der Sand verronnen ist, wird der Nachthaarige sprechen. Und sein Faden wird reißen. Okay, alles... Der Rabe ist... Der Rabe war immer nett zu uns. Der hat uns doch geholfen die ganze Zeit. Warum... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rabe wirklich böse ist. Ich bin mir sicher, der Rabe ist gut. Irgendwas ist... Und irgendwas... Aber der Rabe ist nicht der Seher, oder? Nein, sonst hätten sie ja nicht... Weil ich habe nämlich auch schon überlegt, alle sagen ja die ganze Zeit, der Seher ist ein Mensch, ne? Aber er muss ja irgendwie das Verbrennen überlebt haben. Und das schaffen nicht viele Menschen, sage ich mal. Aber der Rabe kann nicht der Seher sein, weil sonst hätten die Kreaturen nicht getrennt von ihnen geredet. Andererseits haben die Kreaturen den Seher erwähnt? Ich weiß voll nicht mehr. Und irgendwie müssen wir jetzt hier rauskommen und Nuri finden. Und sie vielleicht in ihre Welt zurück... Oder die Harfe zerstören. Ich bin ja immer noch für Harfe zerstören. Aber all das machen wir dann in der nächsten Folge von Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.